Yo guys, hier ist nochmal SlytherinBoy82 mit neuen Infos. Und zwar, ich werde eventuell Ben Chilmer folgendes machen. Ich werde meinen Rechner bereithalten. Ich hoffe, dass während der Ablauf, beim Uploadplan wird es nicht hinkriegen. Aber wenn das alles abgeloadet ist, werde ich versuchen, das so einzustellen, dass das für die jüngeren Zuschauer nichts ist. Ich weiß nicht, ob das klappt. Wie gesagt. Aber es gibt dann gute Neuigkeiten. Hogwarts Mystery wird dann weiterlaufen. Mhm. Ja, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Also wie gesagt, wenn ich das mal mache und aufnehmen werde, dann werde ich mal gucken, ob ich es vielleicht so einstellen kann, dass das nichts für junge Abonnenten ist. Sorry, aber könnt ihr euch das erst ansehen, wenn ihr wirklich alt genug seid, 18 oder so. Und ja, mal sehen. Also ich werde das so versuchen. Ich werde das komplett aufnehmen, wenn die Szene fertig ist, hochgeladen wird, werde ich natürlich anschließend auch meinen YouTube-Channel so einstellen, eventuell einstellen können, dass es für Zuschauer unter 18 nichts geeignet ist. Das kann ich mal versuchen. Wenn es dann nicht klappt, dann sorry, bleibt die Szene geskippt. Ich werde alles komplett neu machen. Eventuell kriegen Strike. Ist halt so, aber ich werde es versuchen für euch. Weil es gibt wirklich Szenen, die ihr nicht sehen wollt. Es gibt nicht nur die eine Szene. Ich habe nämlich später noch darüber nachgedacht, es gibt noch eine zweite Szene, die ihr nicht sehen wollt. Und ja, mal schauen, ob es wirklich so ist, wie ich es mir vorstelle. Wenn nicht, dann ja, skippe ich alles, also lösche das alles und skippe es. Also wird das alles neu. Vor ich, wird neu Let's Playen und vor ich das so skippen, das ist wirklich für meine jungen Abonnenten so cool ist. So. Ja. Elmwald Festival dieses Jahr, wie gesagt, fällt aus. Nächstes Jahr. Für nächstes Jahr habe ich schon meine Karten. Und nächstes Jahr werde ich für ein paar Tage auf dem Elmwald Festival live sein. Und ja. Ich werde, habe ich mir vorgenommen, Quidditch spielen. Wenn es passt mit dem Quidditch, vielleicht sogar ein Theater machen. Das wäre so cool. Wenn beides nicht aufeinander kommt. Also dieses, also wie gesagt, ja, es gibt ja verschiedene Workshops. Wenn das Quidditch-Workshop und das Theater-Workshop nicht aufeinander liegt, dann könnte ich beides machen, weil ich habe ich hab wirklich damals privat Theater gespielt und ja, ich würde ja gerne wieder Theater spielen und habe zurzeit privat keine Zeit, da ich ja mehr mit meinem Karate unterwegs bin und ja, ich bin für meine Schüler da, die sehen auf mich auf, wirklich, ich habe den Assistenztrainerschein. Wenn der Trainer nicht da ist, dann trainiere ich sie und das ist für mich oberste Priorität, für die Schüler da zu sein und ja, bis bald, euer SlytherinBoy82 und tschö.